Und ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis wir dann den Fettentscheid haben. Da kann man mal ein bisschen die Füße stillhalten. Schauen wir auf Alibaba. Riesenhype zum Börsengang. Jetzt aber hat sich Barron's geäußert, sagen, wir sehen ein Abwärtspotenzial von 50% für die Aktie von Alibaba. Sehen Sie das auch? Naja, so ganz extrem würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass die Signallage zumindest so ist, dass wir hier schon vor einigen Wochen gesagt haben, verkaufen, weil einfach hier ein Verkaufssignal aktiv ist. Die Aktie muss man jetzt auch noch nicht haben. Ich denke, dass es weiter nach unten gehen kann. China hat natürlich Probleme. Die konjunkturellen Schwächen, die sie jetzt andeuten, werden natürlich auch auf Alibaba durchschlagen. Und folglich ist es natürlich konsequent, dass man hier eher zum Verkauf rät. Bei den 50% hat man natürlich einen Vergleich zu eBay gezogen. Der hinkt tatsächlich ein bisschen. Das hat auch das Management von Alibaba ein bisschen angemäkelt. Aber ja, die Frage ist letzten Endes immer, man will sich irgendwo im E-Commerce-Bereich mit einer Aktie positionieren, und nehme ich dann eine Alibaba oder lieber eine Amazon oder eine eBay von mir aus, wobei ich hier eine Amazon bevorzugen würde, aber hier gibt es Werte, die eigentlich einen schöneren Chart aufweisen und hier eigentlich welche, die letzten Endes erfolgsversprechender sind. Aber wo ist denn der Hype geblieben bei Alibaba? Jeder wollte Aktien zum Börsengang haben. Mittlerweile sehen wir, das geht nur noch abwärts für die Aktie. Ist das dieser China-Sog zurzeit? Ja, mit Sicherheit auch, aber es ist auch insgesamt das Vertrauen in China, in chinesische Werte. Die Regierung in China unternimmt momentan alles, um den Markt zu stützen. Das hilft auch nicht. Trotzdem gehen die ausländischen Investoren raus, weil einfach hier dieses Manipulative schon nicht unbedingt das ist, wo sich die Investoren letztendlich wohlfühlen. Und auch einige kleinere Bilanzskandälchen in den vergangenen Monaten haben natürlich auch das Vertrauen in chinesische Aktien ein bisschen erschüttert. Und der Hype, den wir am Anfang gesehen haben, im Oktober letzten Jahres, ist abgeflacht, ist vorbei. Und ja, China ist momentan als Investitionsstandort eher, ich will jetzt nicht sagen tot, aber nicht mehr so ganz lebendig, wie er es mal war. Mhm.